Wir sind wieder da in Prey in der Datenzentrale und da wartet ein Technopath da hinten. Gute Gelegenheit, mal ein bisschen was zu futtern. Wie kriegt man jetzt so einen Technopathen am besten platt? Das sind so diese Fragen, die man sich immer stellt im Leben. Wo ist er denn? Ah. Noch nicht ganz erforscht. Elektrische Explosion, psychisch und EMP-Mager nicht. Dann gibt es jetzt mal eine Psi-Bombe. Habe ich da noch was Elektrisches? Ist die nicht elektrisch hier? Probieren wir mal. Oder der hier. Probieren wir die mal. Oh. Schädliche Atmosphäre entdeckt. Forschung abgeschlossen. Ach, das gefällt mir aber gar nicht. Wow! Achso. Na, dann verkriechen wir uns doch hier mal den Wartungstunnel. Ah, hier, lauter Serverkabel. Ich weiß nicht, was dieser Q-Beam bringt. Ah ja. Ja, der disintegriert die Gegner wohl, das ist ja gar nicht so schlecht. Was wollt ihr denn jetzt? Operator Einsatz fortsetzen. So. Data Vaults Treppenzugang. Ich weiß noch nicht, was mir hier die Treppen bringen. Gucke ich mich lieber erstmal so nochmal um. Okay, lieber Gott. Das sind auch hier die Eingeweide der Station. Ganz oben. Überall Zystoiden. Gucken wir uns doch mal in Ruhe um. Ein Schluck aus der Pulle. Ein bisschen radioaktiv, das wollen wir natürlich nicht. Da gibt es ein bisschen Grafikfehler, das wollen wir natürlich auch nicht. Habe ich jetzt hier schon alles durchsucht. Wieder ein Reployer. Als hätte ich hier schon alles gesehen, aber sicher ist sicher. Das war der Schreibtisch, den hatten wir schon. Was ist hier noch? Genau, und hier bin ich ja auch schon durch. Hier. Vielleicht nehme ich mir da mal so ein
Ah, ist schon wieder verklungen. So ein Red Away wäre gut gewesen. Finde die Zentralspeicherung, die ist hier. Da muss ich jetzt natürlich erstmal reinkommen. Warnung! Strahlenschäden entdeckt! Oh, ärztliche Hilfe empfohlen! Das Antistrahlendings. Habe ich noch nie eins benutzt. Ach, hier, das hier, oder Anti-Rads. Okay, aber wie kriege ich diesen Strahlenscheiß da weg? Oben lang klettern kann ich auch. Zu. Ich gehe mal davon aus, dass es vielleicht noch einen anderen Zugang gibt. Aber was sehe ich denn hier? Vielleicht oben rum. Ich probiere es mal. Aber wie komme ich da rauf? Wahrscheinlich hier so über diese Regale. Ja, so schnell wird es gehen. Records ist allerdings mit Faktor 4 verschlüsselt, komme ich so nicht rein. Synthese und Erzeugung natürlicher Sprache von Sebastian Smith oder Smith. Sprachkonvertierung ermöglicht Synthesesystemen die Erzeugung von Sprache auf Basis einer Quellstimme oder vollkommen neuer Stimmen ohne umfangreiche Aufnahmen und vorherige Bearbeitung. Die Qualität der daraus resultierten Stimme hängt von den Trainingsdaten, der Genauigkeit der Konvertierungsfunktion sowie Beschränkungen der Prozessorleistung ab. Das Passwort hat man schon gefunden. Wunderbar. Datei. Spiel mit mir, Schätzchen. Jägerin Bolzenwerfer Frau 1.3. Der wird immer besser. Dafür brauche ich ihn immer seltener. Wenn ich erst einmal benutze, zweimal. Zachary West schreibt, der ist nicht mehr ganz frisch. Hallo Ivy, Benin ist mal wieder um meinen Schreibtisch geschlichen und hat nach Ratten gesucht. Der ist so schräg. In meinem Ernst, Ratten im Weltall? Hat sich wie ein Großstadtbulle aufgeführt. Eilmeldung, heute keine Verbrechen im All. Sie sollten ihn echt nach Hause schicken. Du solltest nicht mehr mit ihm reden. Mir gefällt nicht, wie er dich ansieht. Und hast du den Fabrikatorplan gekriegt, den ich dir geschickt habe? Du musst einfach das Spiel mit mir spielen. Alle anderen sind auch dabei. Also das Ding würde ich sogar repariert bekommen, aber hier diese ganzen Zysteiden-Nester. Mega uncool. Das hier ist ein Treppenhaus, haben wir auch schon gesehen. Notis Akande. Akande, wer hat Ihren Antrag auf Schrotpatronen genehmigt? Wir sind uns einig, dass hier irgendwas drin ist, aber machen Sie bitte die Ausrüstung nicht kaputt. Den Beuge 1 kennen wir auch schon. High Chief Show melden, für Feuerwaffe unterschreiben, Anzeigen auf Manipulation überprüfen, Gebiet patrouillieren, alle Räume überprüfen, jemand finden, der Fenster des Sicherheitsraums putzt. Heather Benz. Hier auf dem Klo mit biologischen Abfällen. Wunderbar. Mir fällt gerade auf, ich habe heute gar nicht den Filmgrain aktiviert und die chromatische Aberration.
Habe ich normalerweise immer händisch anmachen müssen, weil sich das Spiel irgendwie so Einstellungen in den Optionen nicht merkt. Aber ich gehe mal davon aus, dass ihr es jetzt nicht besonders vermisst habt. Was ist richtig gemacht? Mal gesagt, ich sage es wieder. Klettern in Prey funktioniert einfach nicht. Dachte ich, das lohnt sich, hier hoch zu klettern? Da muss ich ganz oben rauf. Hahaha. Oh, dieser Soundtrack. Ich sag's euch, ist ein Traum. Okay, jetzt bin ich ganz gut drin. Schädliche Atmosphäre entdeckt. Und denn, jetzt bin ich hier und was bringt mir das? Scan abgeschlossen. Neue Psi-Fähigkeit verfügbar. Schon mal da bin. Okay, da bin ich jetzt also in der Kommandozentrale, gut. Tracking-Armband-Protokoll. Achtung, das Senden eines Abschaltsignals an ein Tracking-Armband stellt eine Verletzung der Transtar-Richtlinien dar. Deaktivieren Sie kein Tracking-Armband ohne entsprechende Autorisierung. Tracking-Armbänder sorgen dafür, dass im Notfall alle Transtar-Mitarbeiter geortet werden können. Für die Modifikation eines Tracking-Armbands ist eine schriftliche Genehmigung erforderlich und es kann nur von Personen mit Freigabe auf Direktorenebene deaktiviert werden. Tracking-Armband-ID eingeben. Das sind hier wohl die IDs. So, wen suche ich jetzt noch gleich? Grant Lockwood. Mal gesagt. Ist der hier auf dem Zettel? Nein, ist er nicht. Gar nichts zu holen. Ladungspläne.
und Schatzkarte Melindra Shadow Corner. Auch schon mal gefunden. Ach, das war die von Danielle. Cool. Dann gibt es hier 3 Mails. Kein Betreff. Mrs. Show von Alex. Ich wollte Sie noch einmal daran erinnern, wie sensibel die Daten unserer Volontäre sind. Sorgen Sie bitte dafür, dass sie auch weiterhin gesichert sind. Außerdem habe ich Fabrikatorpläne für einige Ladungen angehängt, die Sie bitte ins Lager überführen sollten. Danke. Dr. Yu, ein Operator, gehorcht den Befehlen seines Besitzers. Ach nee, boah, oh Gott. Dr. Yu, ich habe Lorenzo Calvino darauf angesprochen, aber keine Antwort erhalten, also wende ich mich nun an Sie. Wir haben Hinweise auf einen nicht lizenzierten Operator an Bord der Talos 1. Sollten Sie sich als wahr bestätigen, würden wir einen weiteren Vorfall wie bei Transstar North riskieren. Die Sicherheit der Station hat oberste Priorität, daher möchte ich, dass die IT-Protokolle verschärft werden. Yu Show, ich bezweifle stark, dass der Unfall etwas mit dem zu tun hat, was Sie hier beschreiben. Wenn Lorenzo eine Untersuchung für unnötig hält, vertraue ich ihm. Dr. Yu, ein Operator, gehorcht den Befehlen seines Besitzers aufs Wort. Morgan hat möglicherweise ein nicht lizenziertes Modell gebaut. Wenn ja, hätte es Zugriff auf die Stationsprotokolle und wenn ich damit zum Vorstand gehen muss, ich werde nicht zulassen, dass Morgan die Station in Gefahr bringt. Sind Sie ganz sicher, wenn es diesen Operator wirklich gibt, wo sollte er dann sein? Aber wenn das mal nicht die January ist, oder? Richtig verstanden. Über emulierte Persönlichkeiten und das Menschsein, oh Gott. Auszüge aus einem Buch über emulierte Persönlichkeiten und synthetische Intelligenz von Carter Billingsley. Der oberste Gerichtshof beabsichtigt, in dieser Amtszeit eine potenziell bahnbrechende Entscheidung zu treffen. Kann eine emulierte Persönlichkeit Handlungsvollmachten erlangen? In den letzten Jahrzehnten hat sich die Öffentlichkeit immer mehr an künstliche Helfer gewöhnt, von persönlichen Assistenten in ihren Armbanduhren bis hin zu intelligenten Haussystemen, die daran erinnern, wohin man den Schlüssel gelegt hat. Doch jüngste Fortschritte in den Bereichen Hybrotik-Technologie sowie die Genialität der Konnektomik, der Möglichkeit, die unzähligen neuronalen Verbindungen im Gehirn zu kartografieren, haben digitale Doppelgänger sozusagen mit Wucht in die juristische Arena geworfen. Kürzlich erst gewährte Milliardär Rock Wallace nicht einem seiner Familienmitglieder, zu denen er keinen Kontakt mehr hat, sondern einer robotischen Nachbildung seiner selbst namens Ransom eine Handlungsvollmacht. Ransom emuliert Mr. Wallaces Logik, seine Interessen und bis zu einem gewissen Grad auch persönliche Eigenarten, sodass beide nahezu nicht auseinanderzuhalten sind, zumindest am Telefon. Bei einer persönlichen Begegnung wird Ransoms wahre Natur aufgrund seines zugegebenermaßen schönen Körpers aus Keramik und Kohlenstoff dann aber doch unverkennbar deutlich. Unnötig zu erwähnen, dass Mr. Wallaces Familie nicht erfreut über diesen Umstand ist, besonders was Ransoms Entscheidung zur Vollstreckung von Mr. Wallaces Testament an. Das ist jetzt wieder so ein spannender Gedanke hinsichtlich so Transhumanismus, was ethische Fragen stellt. Also das Ding jetzt mal, schießt das jetzt auf mich? Das schießt auf mich. Dann war es jetzt nicht ein bisschen blöd. Genau, Transhumanismus, weil das bestimmt noch irgendwann interessant wird. Wegen wann ist ein Bewusstsein ein Bewusstsein, wann ist irgendwas notwendig, können künstliche Intelligenzen ethisch irgendwie... Fehlersuche Version 0.7.6. ...als voll ethische Wesen respektiert werden und. Haben wir ja schon 100 Millionen Varianten davon gehört. Wann ist künstlich echt genug und das ist sehr spannend. Das hier war wohl der Arbeitsplatz von Danielle. Ist cool, dass wir hier jetzt hingeraten sind. Noch irgendwas doppelt die Waffe hier oben, ne? Jo. Armband. Achso, 1129. Müsste die ID
die sein? Schauen wir mal. Halt. Red Lockwood, genau. Fehlersuche Version 0.7.6. Ausführlich. In der Grand Lockwood. Ach, im Außenbereich ist der. Oh Gott, muss ich nach draußen. So, Null-Willen-Transmitter. Kann, glaube ich, nicht schaden, dass ich mir da auch mal wieder einen baue, weil da habe ich grad gar keinen. Nehmen wir mal zwei mit. Außerdem Glukanister kann ich brauchen. ISS nominal. Energielevel nominal. Aktoren nominal. Neigungswinkel Fehler. Bitte Techniker kontaktieren. Scan. Gucken wir mal ins Inventar. Also Neuromods habe ich 10 Stück. Oh Gott, ja, dann kann ich ja. Dann kann ich ja eigentlich jetzt mal Reparatur pimpen bis zuletzt und dann auch mir diesen. Den Satelliten da rausholen. Jetzt haben wir noch 2. Was brauche ich denn noch? Zerlegst Ausrüstung in Ersatzteile. So wichtig sind mir die nicht. Labtech, Waffen weiter verbessern. Waffenschmied. Eigentlich bin ich da auch schon ganz gut dabei. Sicherheit. Vielleicht muss ich hier mal was machen. Mehr Ausdauer. Eigentlich unbedingt notwendig. Allgemein. Gesundheit. Aber ich sterbe ja auch fast nie. Das ist der Vorteil, wenn man auf leicht spielt. Zeit verlangsamen ist nicht so übel. Kann ich mir mal merken. Lautlosigkeit habe ich jetzt auch noch nie ein Problem gehabt. Jetzt sehen die mich natürlich schon. Das heißt, es ist jetzt eigentlich auch schon egal. Das heißt, die kinetische Explosion 3, die würde ich mir, glaube ich, schon noch ganz gern mitnehmen. Also brauche ich noch 3 Neuromods. Die baue ich mir doch noch. Kalibrierung angefordert. So, der Rest passt eigentlich, oder? Wird mir den besseren Bolzenwerfer mal bauen. Andererseits, der tut's doch. Ach, da baue ich mir noch einen Euromod. Oder 2. Das kann man immer brauchen. Die kann ich doch gar nicht. No. Naja. Brauche ich die noch? Nee. Hebe ich mir mal auf, bis ich den letzten Psi-Schlag einsetzen kann. Was wollte ich noch machen? Genau, Waffen-Upgrades wollte ich noch platzieren. Also. Der ist schon geil gegen so fette Gegner. Er lässt Gegner explodieren. Fast. Bin happy. Dann gehen wir jetzt mal den Lockwood suchen, oder? Achso, der ist im Außenbereich. Könnt ihr über den Außenbereich natürlich dann zurück zum Maschinenlabor fahren. Fehler. Teilmaterial unzureichend. Keine Aktion.
Was insofern cool wäre, weil ich dann... ganz schön gefährlich da drin. Weil ich dann den Satelliten befreien könnte. Das ist mir ein bisschen zu schwer, aber das spreng ich mir jetzt trotzdem mal kurz auf mit dem Recycler. Lop. So eine coole Idee. Oh, ein Biber. Hehe, tschüss. Was mache ich denn gegen Biber? Nullwellen Psychoschock. Wie heißt denn das Ding, was ich hier noch brauche? Kinetische Explosion, ja, okay. Scan abgeschlossen. Neue Psi-Fähigkeit verfügbar. Dann drehen wir dich halt. Auch egal. Der Q-Beam ist ja der Hammer. Diese radioaktiven Kanister kann ich nicht zerstören, oder? Blöd. Warnung. Strahlenschäden entdeckt. Ärztliche Hilfe empfohlen. Ja, ja. Ein bisschen was halte ich schon aus, so ist es nicht. Wer ist das jetzt hier, der... komme ich denn hier raus irgendwie? Das sind die Data Vaults. Da komme ich so gar nicht ran, oder? Was muss ich denn jetzt hier nochmal gleich machen? Gut, jetzt habe ich hier aufgemacht, aber der Grand Lockwood, sollte der nicht hier sein irgendwo? Ach, der ist im Ostbereich. Ich bin ja auch ein Depp. Na gut. Also Sicherheitsraum hier unten irgendwo. Oh, nochmal verstrahlt. Ach, das ist, da wollte ich ja rein. Das ist dieser Sicherheitsraum. Scheiße. Wie komme ich jetzt hier rein? Kann ich das nicht doch irgendwie knacken? Ah doch, jetzt habe ich es geschafft. Warnung! Strahlenschäden entdeckt. Ja, sehr gut. Ärztliche Hilfe empfohlen. Ah.
Beantrage neuen Operator. Transstar Pyramid, führen neue Medizin-Operator bereit zum Einsatz. Bitte machen Sie die Öffnung frei. Diagnostiziere. Sie leiden an Strahlenvergiftung. Ich rate zu sofortiger Behandlung. Das dauert nicht lang. Alles erledigt. Vergessen Sie den Patientenfragebogen nicht. Ihr... Gut. Also da oben sind die Data Vaults und die Kommandozentrale. Da war ich schon überall. In dem einen Nebenraum war ich noch nicht. Unten ist die zentrale Datenspeicherung. Zweck ist von unschätzbarem Wert. Okay, Danielle Shaw lebt noch. Die haben wir auch schon gefunden. Akande, über den war eine ganze Menge zu hören. Lockwood. Tja, wo mag der sein? Vielleicht kann ich den ja hier auch noch markieren. Bringt mir das was oder muss ich einfach im Außenbereich so suchen? Ich habe sie nicht gesehen. So, Zentralspeicherung ist auch offen. Kritischer Türfehler. Was heißt denn das? Auf jeden Fall unangenehm. Da kann ich jetzt reinschweben. Wo der Außenbereich ist, weiß ich jetzt sowieso nicht. Ja, man sieht es ja. Oh, da ist ein Mimmer. Schau mal an. Wo kommen die denn her? Ich würde allerdings sagen, denen stelle ich mich dann in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal.